So, leider drei Satzbälle für Sebastian Korda im zweiten Satz. Ging hin und her. Break, Rebreak, alles drin. Aber es wird wohl in den dritten gehen müssen. Da bleibt er nochmal an der Netzkante hängen. Und der ist dann leider zu lang. Also 7-6, 4-6. Mal schauen, was die Statistiken für den zweiten Satz jetzt sagen. Sorry, dass wir da so schnell durch sind. 8 Winner, 14 Unforced Error. Wir können auch einfach wieder mehr Risiko gehen. Das macht einfach mehr Sinn, hier drauf zu ballern. Denke mal, dass das einfach die bessere Strategie ist, weil Fehler machen wir so oder so. Also es geht gar nichts mehr. Geht echt gar nichts mehr. Auch mit Risiko geht nichts. Den spielt Younes irgendwie noch über Kopf rein. 0 zu 4, 2 Breaks Rückstand. Da kommen wir nicht mehr zurück. Leider. Da kommen wir einfach nicht mehr zurück. Erster Satz, enges Höschen. Zweiter Satz war auch noch was drin. Aber inzwischen ist es dann eben doch ein kleiner Unterschied, den man hier merkt. Den löffelt Younes auch ins Aus. Ich glaube, wir können die relativ schnell durchgehen. Da ist es 5 zu 0. Und man sieht es schon, da geht nichts mehr bei Younes. Schade. Also waren dicht dran am ersten Finaleinzug auf der ATP-Tour. Das Publikum jubelt, wird allerdings gleich wieder abgewürgt. 35 Winner, 45 Unforced Error war dann einfach zu viel. Aber auch als ich das Risiko runtergedreht hatte im zweiten Satz, war einfach die Anzahl Winner zu Unforced Error halt unterirdisch schlecht. Deswegen dachte ich, vielleicht ist es im dritten Satz dann besser, nochmal das Risiko hochzudrehen. Das 0 zu 6 hat gezeigt, nein. Das war definitiv die falsche Herangehensweise. Da schauen wir mal, ob wir da stärker hervorgehen können draus. Halbfinale 22.000 nochmal verdient. Das ist immer wichtig für unsere Academy. Schauen wir mal, was die Kolleginnen und Kollegen da so machen. Kulibali gewinnt. Und da habe ich jetzt einen Sieg und eine Niederlage gesehen. Ich glaube, Kulibali hat sogar das Turnier gewonnen. 7-6, 6-3. Sehr nice. War natürlich nur ein 15er-Event gegen die Nummer 1133. Aber wir feiern die Sachen ja so, wie sie kommen. Und Shukri hat im Finale dann 4-6, 4-6 gegen Teresa Valentova verloren. Aber gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Younes spielt dann jetzt auf der ATP-Tour weiter. Die Delray Beach Open, wie gesagt, Tommy Haas hat das mal gewonnen. War schon immer ein nices Turnier. Und vor allem, es war für ihn ja ein Heimspiel, weil er da immer direkt ums Eck gewohnt hat. So, also ich mache Feierabend für heute. Mit der Niederlage verabschiede ich mich und dann sehen wir uns bei den nächsten Turnieren wieder. So, weiter geht's mit Tennis Manager und wir gehen rein in das Duell um Afrika, kann man sagen. Kevin Anderson momentan noch die Nummer 1, aber wir holen uns hier den zweiten Satz gegen Lloyd Harris in Delray Beach. Erster Satz 3-6, dann jetzt 6-4. Wir haben ein bisschen ja, Risiko zurückgedreht. Im zweiten Satz dann jetzt auch 6 Punkte mehr gemacht. Trotzdem noch 14 Unforced Error, aber 18 Winner, also alles ein bisschen Pianoa gespielt, ein bisschen ruhiger. Trotzdem wird der dritte Satz jetzt bestimmt sehr, sehr schwierig, weil Lloyd Harris, wir haben uns die Werte, glaube ich, vorher mal angeschaut. Das ist schon eigentlich nochmal ein anderes Kaliber, als es hier eigentlich Younes nur ist. Aber wir sind natürlich auch erst 17 und Lloyd Harris ist, glaube ich, Paar 20. Deswegen ist unser Weg sicherlich noch ein langer. Wie lange wir das dann hier, wie gesagt, noch durchziehen, werden wir sehen. Ich werde jetzt noch so viel aufnehmen, wie irgendwie geht. Und dann schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Also Taktik, wie gesagt, normalerweise spielen wir in der Angriffssituation ja immer ein hohes Risiko. Ich habe jetzt mal auf Mittel gestellt in der Verteidigungssituation, eben auch auf Schwachstelle des Gegners. Auch hier nur durchschnittliches Risiko. Wir halten den Ball ein bisschen im Spiel, lassen den Gegner laufen und schauen mal, wo uns der dritte Satz denn jetzt hinführt. Da gehen wir aber dann auch ein bisschen ausführlicher rein. So, viel ausführlicher wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Steht leider 4-1 für den Südafrikaner. 30-15 bei Aufschlag von Lloyd Harris. Mal schauen, ob wir hier nochmal reinkommen. Risiko habe ich dann jetzt doch nochmal höher gedreht. Und jetzt kommt der nächste Fehler und Younes fällt unten um. Eine mittelschwere Verletzung, weitere Verletzung. Eieieiei. Publikum springt auf vor lauter Freude. Younes leider verletzungsbedingt jetzt raus. Da sind wir ja irgendwie gerade noch rechtzeitig reingegangen, aber irgendwie natürlich trotzdem richtig scheiße. Eine mittelschwere Verletzung. Bin ich jetzt mal gespannt, wie lange das dauert. 10 bis 14 Tage. Ich glaube, nächste Woche wäre da schon Indian Wells losgegangen. Ja, es ist hier immer so blöd gemacht. Warum springt das immer? Ich raff das hier nicht, wie ich da hin und her gehen kann. Aber gut, dann gehen wir halt über Turnieranmeldungen hin.
Also wir sind jetzt gerade hier, Delray Beach. Nächste Woche wäre bei uns nichts gewesen und dann wäre Indian Wells losgegangen. Aber natürlich trotzdem alles andere als optimal, weil wir jetzt auch nicht so richtig trainieren können. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Rehabilitation wird dann jetzt erstmal trainiert. Also erstmal ein richtiger Rückschritt für Younes. Natürlich sind wir damit auch in der ersten Runde raus bei den Delray Beach Open. Wir haben ordentlich Gewinn gemacht, weil wir mit Younes in die Top 50 vorgestoßen sind. Da haben wir 60.000 Euro Prämie bekommen. Deswegen haben wir in der Akademie auch noch mal ein bisschen was in die Infrastruktur reingebuttert. Da habe ich beim medizinischen Zentrum jetzt auch mal den Balneotherapieraum freigeschaltet. Vor allem monatliche Einnahmen 30.500, das ist natürlich mega. Wollen wir auf jeden Fall mitnehmen, dann verdienen wir da auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen mehr. Dann wird es finanziell, denke ich mal, auch nochmal besser. Kontostand ist ja okay. Finanzziel haben wir irgendwie erstmal keins. Also wir können investieren, wie wir lustig sind. Juti, also das lief nicht gut. Hatte mir jetzt den Start in die Session durchaus ein bisschen schöner vorgestellt. Aber mal schauen, vielleicht bringen ja die anderen Spieler und Spielerinnen ein klein wenig mehr Erfolg. Koulibaly auf jeden Fall erfolgreich beim 15er-Event. Spielt dort gegen Steve Darcis. Ernsthaft, der spielt noch. Der ist doch fast so alt wie Tommy Haas. Unfassbar. Also Steve Darcis. Hier immer noch mit am Stissel hat Diego Augusto Barreto Sanchez rausgehauen. Und dann schauen wir nochmal nach Laila Shoukry. Die spielt in Brasilien bei dem 300er Future Event in der ersten Runde gegen Scarlett Hetherington aus Frankreich. Natürlich, macht ja Sinn. So, wir gehen rein ins Finale. Ganz schnell noch. Ich habe irgendwie den Pausenknopf nicht mehr gefunden. Coulibaly im Finale beim ITF Future 15 Event. 6-2, 6-0 gegen Toby Alex Kodat. Der hat, glaube ich, auch die Kodat-Kamera erfunden. Mördergag. So, also das lief gut. Koulibaly ist richtig gut in Form. Nicer Titel. Gute Arbeit. Sehr, sehr gut. Da freuen wir uns. 6-2, 6-0 im Finale. Wir schauen natürlich auch gleich mal drauf, wie es jetzt mit Younes weiterging. Koulibaly damit erfolgreich. Und ich habe immer noch nicht irgendwie rausgefunden, wie ich jetzt hier die Cheftrainer neu verteile. Wir haben doch eigentlich jetzt zwei noch eingestellt, aber irgendwie sind die hier immer noch nicht mit drin. Verstehe ich nicht so richtig. Naja, macht nichts. Manchmal ist das Spiel ein bisschen buggy, was das angeht. Vor allem, man kommt manchmal nicht weiter, weil hier unten irgendwie steht, ja, Vertrag akzeptieren und dann steht, sie haben irgendwas noch nicht beantwortet und dann kann man diese Nachricht nur noch rauslöschen. Alles abyssal komisch. Also, egal. Anyway. So, Younes ist noch verletzt. Verletzungsende zwischen 29.02. und 4.03. Boah, ist schon noch ein Stückchen hin. Nächstes Turnier Indian Wells startet eben am 26.02. Deswegen, das wird wahrscheinlich nichts werden. Ist das die Quali dann? Nee, wahrscheinlich eher nicht. Hauptspielplan. Aber das sieht mir irgendwie nicht. Achso, das ist ja das Challenger-Turnier Indian Wells. Ja, wenn wir da nicht dran teilnehmen können, das ist dann jetzt auch kein ganz, ganz großes Drama. So, Devin Badenhorst. Ist momentan nicht so wirklich gut drauf. Da geht es richtig bergab mit ihm. Und bei Coulibaly könnten wir dann echt schauen, dass wir auch wieder ein bisschen eine Kategorie höher gehen. Ich glaube, er ist bereit für die Challenger-Turniere. Momentan richtig gut in Form. Entwicklung ist leider nach wie vor keine da. Und ich muss jetzt einfach mal schauen, wie das mit den Mitarbeitern dann so genau geht. Weil hier steht. Ah, okay, ich bin jetzt abgehärtet. Nice. 4 von 9 habe ich erreicht. 19. November 2023. Ist schon ein bisschen her. Verträge. Steht das hier mit dabei? Vertragsende, Rekrutierung. Da, Paco hat zugestimmt, unser Angebot für einen Job als Cheftrainer zu übernehmen. Er wird als Cheftrainer unseres Teams sein. Ja, haben wir doch gemacht. Warum steht da unten dann Vertrag nicht unterzeichnen? Ich verstehe es, wie gesagt, manchmal nicht. Eigentlich haben wir die Verträge abgeschlossen, ansonsten müssen wir halt nochmal zwei einstellen. Schauen wir einfach mal drauf. Da bin ich noch nicht so richtig ganz durchgestiegen, wie das mit der Mitarbeiterrekrutierung da gut funktioniert. Also, nächstes Turnier bzw. nächste Woche steht an. Wir schauen mal ganz kurz aufs Ranking. Da müsste sich ja Coulibaly jetzt ein bisschen verbessert haben. Wir sind die afrikanische Nummer 1, weil Kevin Anderson wohl die Karriere beendet hat. Da habe ich noch gar nicht so drauf geachtet. Leider haben wir jetzt halt gegen Lloyd Harris verloren, allerdings natürlich auch verletzungsbedingt. Devin Badenhorst auf der 191 und Coulibaly verbessert sich immerhin auf Platz 377. Wir schauen mal bei den Juniorinnen rein. Da ist Laila Shoukry nach wie vor die beste afrikanische Spielerin. Hat sich auch nochmal um 4 Plätze verbessert. Leider in der letzten Woche allerdings in der ersten Runde ausgeschieden. Im Race werden wir wahrscheinlich noch nicht so weit vorne mit dabei sein. Da sind wir auch nur gut momentan auf der 39, dadurch, dass wir eben davor auch mal Halbfinale gespielt haben.
Coulibaly auf der 172 und Devin Badenhorst bislang nur mit 19 Punkten. Das ist definitiv zu wenig, aber da kommen wir schon wieder hin. Hoffen, dass Younes schnell fit ist und dann vielleicht haben wir auch ein bisschen zu viel Sprint und Geschwindigkeit trainiert. Kann natürlich sein, dass es echt daran liegt. Da muss man wahrscheinlich das Ganze ein bisschen besser stretchen. So, willkommen bei den Juniorinnen. Gibt gerade Championship Point für Mira Andrejewa, die gerade mit der Vorhand versucht hat, das Netz zu zerstören. Leider 2 zu 6, 2 zu 5. Also wird wahrscheinlich nicht der Turniersieg. Sieht alles nochmal deutlich langsamer aus als natürlich jetzt bei den Herren. Ist jetzt auch keine riesige Überraschung. Aber schnell sind sie auf jeden Fall beweglicher als die Männer. Mal schauen, sieht ganz ordentlich aus. Natürlich sind wir jetzt hier auch wieder bei den Juniorinnen angekommen. Das ist aber ein 500er Turnier und wir sind hier im Finale, also die größte Kategorie neben den Grand Slams bei den Juniorinnen. Da haben wir schon richtig Talentierte geholt, auch wenn sie, wie wir gesehen haben, von den Sternen her jetzt nicht ganz so viel Potenzial nach oben hat. Aber finde ich jetzt nochmal eine ganz interessante Variante, auch für den 23er einfach zum Lernen. So, leider da wieder der Punktgewinn für die Russin. Ich habe mal ein bisschen Risiko rausgenommen. Der Stoppball, der verunglückt natürlich komplett, aber trotzdem interessant, dass man so eine Palette dann eben auch in dem Alter schon hat. Boah, da kommt die Russin echt noch ran. Und den spielt sie dann allerdings mit etwas zu viel Risiko ins Eck. Auch ein sehr schönes Foto unten. Ja, weiß nicht. Das ist eher so Richtung Mutti hat mich zum Turnen gezwungen oder zum Eiskunstlaufen. Hat schon einen ordentlichen Bums drauf. Unsere Ägypterin. Leila Shoukry. Spielt einen sehr, sehr guten Winkel, die Gegnerin. Immer von links nach rechts, links, rechts. Reicht allerdings nicht. 3 zu 5. Wir bleiben nochmal drin. Stark. Ganz, ganz stark. Also Mira Andrejewa in der Rangliste leicht hinter uns sogar. Aber die haut hier schon ordentlich was raus. Allerdings dann hier jetzt auch der Doppelfehler. Manchmal ein bisschen übermotiviert. Versuchen nochmal emotional unsere Spielerin ein bisschen mitzunehmen. Naja, leider ein bisschen zu lang, aber eigentlich ganz gut gemacht. 2 Punkte fehlen der Russe noch. Stark. Schön auf die Linie geballert. 2 Championship Points für Mira Andrejewa. Da auch schön das Feld geöffnet. Aber auch jetzt eine gute Länge, auch wenn der Rückhandslice natürlich ein bisschen zu hoch ist. Also der Ball springt zu hoch ab, aber es reicht, um den Punkt zu machen. Das wäre natürlich jetzt hier ein Comeback. Aber aus dem wird wahrscheinlich eher nichts. Ja, dann holen wir noch. Boah, da kommt es ja auch noch dran, aber der ist zu lang. 2-6, 3-6. Leider dann im Finale verloren. Leila Shoukry, aber ein richtig gutes Turnier gespielt. Das sollte in der Weltrangliste nochmal nach oben gehen. Beim nächsten Mal wird es anders ausgehen und Coulibaly gewinnt 6-0, 6-0 das nächste Turnier. Also der ist brutal gut drauf. So, wir haben wieder hier neue Verträge unterschrieben. Mal schauen, ob das diesmal funktioniert. Ich habe gerade die endgültige Antwort. Nimmt unser Angebot an. Ich habe mich um die administrativen Details gekümmert, wird als Cheftrainerin unseres Teams. Okay. Das steht oben. Antwort erforderlich 1. Und jetzt habe ich hier wieder irgendwie nur die Möglichkeit, ich komme hier nicht mehr weiter. Oder muss ich hier noch irgendwas machen? Ich verstehe es nicht. Warum ich jetzt hier nicht mehr weiterkomme. Ich habe ja nichts mehr, wo Antwort erforderlich ist. Ich habe doch bei allem Ja gesagt. Ich kann die Nachricht auch nicht rauslöschen oder so. Ne, ich kann nur Vertrag nicht unterzeichnen machen. Mehr kann ich nicht machen. Vielleicht bin ich auch zu blöd, aber irgendwie verstehe ich es nicht. Ich will einfach nur weiter, liebes Spiel. Ich will Vertrag unterzeichnen. Ja, unterzeichnen, aber nicht unterzeichnen. Ich verstehe es nicht, warum das nicht einfach geht.
Und wenn ich auf Vertrag nicht unterzeichnen gehe, ja toll, dann habe ich wieder keinen Vertrag unterzeichnet. Das ist halt super dumm. Keine Ahnung, was da los ist. So, hat zugestimmt unser Angebot. Ja toll, jetzt steht da oben wieder zu lesende Meldung. Jetzt habe ich einfach aus Versehen weitergedrückt. So, Kulibali geht wieder weiter. Der geht richtig steil. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wenigstens eine Trainerin verpflichtet haben. So, Younes spielt bei den Miami Open. Badenhorst in Calabasas, da spielt dann auch Coulibaly beim 25er-Event und Choukri spielt in Casablanca beim 100er-Event, ist doch ganz nice. Also, da nicht ganz in der Heimat, aber immerhin auf dem afrikanischen Kontinent am Stissel. So, Indian Wells Open, schauen wir mal ganz kurz auf die Auslosung. Die Form ist jetzt natürlich eher mittelmäßig bei Younes, ist klar. Nach der Verletzung muss er sich erst wieder reinfinden. Umso besser, dass wir jetzt hier gegen Gegner spielen, die vielleicht nicht ganz so stark sind. Da müssten wir in die Rückhand spielen bei Alexei Popyrin aus Australien. Danach gegen Shintaro Mochizuki. Das ist, glaube ich, den wir 6-0, 6-0 vorher weggeschossen haben. Michael Moe sollte eigentlich auch kein Problem sein. Maxim Cressy wäre dann vom Ranking her zusammen mit Cerundolo so Richtung Viertelfinale, Halbfinale unser Gegner. Wer ist hier an 2 gesetzt? Francis Tiafoe, der sich ja richtig gut gemacht hat in letzter Zeit. Auch so ein richtiges Powerhouse, muss man echt sagen. Der spielt sehr, sehr kraftvolles Tennis. Richtig gute Ergebnisse letztes Jahr gehabt, Nummer 24. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass er inzwischen mal höher stand in der Rangliste als nur die 24. Aber gut, also Alexei Popyrin, unser nächster Gegner. Unser Team ist generell wieder in der Welt unterwegs. Coulibaly spielt in Italien. Dort ist er allerdings ungesetzt beim 25er-Event. Erste Runde 7-5-6-0 gegen Biagio Grammaticopoulos. Gab es nicht auch mal Grammaticopoulos oder wie, wie so die griechische Namen sind einfach immer ein Träumchen. Also, schauen wir mal, wie es weitergeht. Younes bei den Indian Wells Open, allerdings erstmal nur das Challenger-Event. Erster Satz, 3-6 weg. Zweiter Satz geht jetzt in den Tiebreak. Kein gutes Spiel von Younes, muss man ganz klar so sagen. Da merkt man eben schon die fehlende Form. Da sollten wir uns eigentlich ein paar Siege holen, um für Indian Wells gewappnet zu sein. Boah, den spielt er noch auf die Linie. Und der ist dann zum Glück weg. Intensität haben wir hochgedreht, aber wie gesagt, spielt überhaupt nicht gut. Der ist zum Glück seitlich weg. Ganz, ganz leichter Fehler bei Alexei Popyrin, der aber hier eigentlich der bessere Spieler ist. Also er war immer näher dran. Verdiente Führung für ihn. Jawohl, sehr schön ins Eck geballert. 3-1, wir bestätigen erstmal das Mini-Break. Ja, hab's irgendwie schon kommen sehen, so wie er sich bewegt hat. Was? Der war doch im Aus. Alter Schwede, was ein Risiko mit dem zweiten und noch ein Ass hinterher. Also wie gesagt, bei Gegners Aufschlag haben wir bislang eigentlich kaum mal irgendwas gesehen. Alter, der bringt aber auch alles immer wieder. So ein Scheiß. Ey, Younes, den Punkt musst du fünfmal machen. Na also, immerhin. Aber jetzt sind wir Mini-Break zurück. Der Gegner serviert zum Matchgewinn und schlägt weiterhin sensationell gut auf. Da kommt Younes nicht mehr ran. Doch, kommt er. Den spielt er dann mit 8000 Stundenkilometern weg am Netz. Matchball für Alexei Popyrin. Also eine schwierige Phase jetzt für Younes. Boah, der geht noch auf die Linie. Huiuiuiui, wir bleiben noch drin. Und da bewegt er sich wieder so beschissen, unfassbar. 3-6, 6-7, erste Runde raus in Indian Wells. Also diese Verletzung wirft uns jetzt erstmal zurück. 35 Winner, 20 Unforced Error. Eines der schlechtesten Spiele, was ich von Younes bislang gesehen habe. Also da müssen wir auf jeden Fall erst nochmal versuchen, ihn wieder aufzubauen. Da müssen wir auf jeden Fall mal sagen, das kann nicht dein Ernst sein. So ein Rotz, den er da hingespielt hat. Nee, da machen wir jetzt auch keine Interviews. Erste Runde raus. Richtig schlecht bei einem, ja, Event, wo wir an 1 gesetzt sind. Das wollten wir auf jeden Fall so nicht haben. Aber gut,
müssen wir jetzt schauen, wie wir Younes wieder ein bisschen hochpäppeln. Wir sehen auch da natürlich, die Form haut da richtig, richtig rein. Er bewegt sich unfassbar schlecht. Da müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Selbstvertrauen aufbauen. Und ausgerechnet jetzt kommen die beiden Events in Indian Wells und in Miami natürlich nicht unbedingt dazu geeignet, um jetzt groß Selbstvertrauen zu tanken. So, wir gehen rein. Indian Wells, erster Satz 6-3 gewonnen. Zweiter Satz momentan 4-5 Rückstand. Gegen den Südkoreaner Sun Wook Kwon. Jetzt ist die Möglichkeit für uns aber hier nochmal zurückzukommen. Gute Länge da eigentlich. Den treffen wir nicht voll. Und dann macht der Südkoreaner den Punkt, weil Younes, wie gesagt, einfach nicht gut in Form ist. Ganz, ganz schwaches Spiel, was wir hier sehen. Und den kriegt der Gegner natürlich wieder direkt aus der Luft. Haben wir schon häufig gesehen hier in dem Spiel. Satzball für den Südkoreaner. Und den haut Younes ins Netz. Also man sieht schon, da ist irgendwas gebrochen im Spiel, sollte weniger Risiko gehen, aber ich weiß es nicht genau. Weniger Risiko machen wir vielleicht wirklich mal. Auch in der Angriffssituation weniger Risiko. Schauen wir mal, wie der dritte Satz da verläuft. Also 6-3, 4-6. Nächste Runde wäre gegen Milos Raonic. Zweite Runde Indian Wells wäre für uns natürlich auch echt gut. Und wir schauen uns jetzt auch mal wieder ein bisschen Tennis an. Ich habe das Gefühl, wir schauen uns nur noch ab und zu mal so ein paar Ballwechsel an. Jawohl, den spielt Younes weg. 15-0. Sieht auch sehr lustig aus auf dem Foto. Feld ist komplett offen. Eigentlich kein schlechter Return, aber da fehlt ein bisschen Schmackes dahinter. Schönes Ass. Also 40-0. Schauen wir uns dann gleich noch das Return-Spiel mal an. Intensität drehen wir jetzt im dritten Satz auch mal höher. Sehr gut. Also das war doch sehr dominant, wie wir das durchgesetzt haben. Und jetzt vielleicht mit ein bisschen weniger Risiko. Vielleicht macht der Gegner auch mehr Fehler. Schauen wir mal drauf. Kommt Younes da noch hin? Jo, aber der Gegner spielt ihn weg. Wie gesagt, 3D-Animationen, ich sag's immer, immer wieder, dürfen gerne verbessert werden. Das muss einfach noch ein bisschen besser aussehen. Dann wird das Spiel auch ein richtiger Erfolg. Jawohl, super Return. So viel zum weniger Risiko. Einfach richtig drauf geballert und der ist weg. Also 40-15, ich denke mal, das wird das 1 beide sein. Ja, da stehen wir natürlich auch richtig schön im Feld drin. Diese Cross-Court-Winner mit der Vorhand, die sind schon echt schön anzuschauen. Ja, das spielt er dann gut mit der Vorhand. Wobei er da eigentlich gar nicht so stark ist mit der Vorhand. Hab da eigentlich extra nix eingestellt, dass wir mehr in die Rückhand spielen, weil die Rückhand eigentlich sogar der bessere Schlag ist. Da müssen wir uns erst wieder ein bisschen reinfriemeln. Ich hoffe mal, dass es vielleicht bis Miami auch mit der Form wieder ein bisschen besser wird. Deswegen wäre der Sieg jetzt hier umso wichtiger. Aber gleich mal der Return-Winner. 0-30, keine gute Situation. Da haben wir Glück, dass der im Netz hängen bleibt. Sonst wäre es ein schwerer Ball geworden. Jawohl, Feld ist offen. 30 beide. Das Aufschlagspiel nehmen wir nochmal mit. Ja, okay, da wäre ich jetzt auch echt sauer gewesen, weil der war relativ leicht. Den muss man eigentlich auch nicht unbedingt nochmal springen lassen. Der ist schon schwerer. Jo, wollte er gleich nochmal dasselbe machen. Also das Break, das könnte uns das Genick brechen, falls es jetzt passiert. Manchmal, also momentan frustriert mich das Spiel auch echt, weil so Bälle sind halt so dermaßen beschissen. Und der macht jetzt einen Ass noch mit dem zweiten Aufschlag. Also manchmal hasst einen das Spiel einfach komplett. Ich glaube nicht, dass wir hier nochmal zurückkommen. Die Tendenz ist definitiv gegen uns. Das war ein sehr schöner Stopp. Aber dann spielt er natürlich den Lob. Das ist wie eine Flanke, die er ihm da perfekt auf den Kopf serviert. Und die Bälle haben wir jetzt auch schon mehrfach gesehen. Also da ist das Feld offen. 40-0 geht super schnell weg. Das war ein guter Return und trotzdem werden wir den Punkt nicht machen. Ja. Ist halt momentan so. Keine Ahnung, was da los ist, aber Younes steht schlecht. Er schlägt normalerweise nicht besonders gut auf. Erster Satz war noch halbwegs passabel, aber da war der Gegner auch unfassbar schlecht. Mal schauen, was wir hier irgendwie taktisch auch noch ändern können, weil momentan gefällt es mir überhaupt nicht und es ist eh der Longline-Winner. Ist das sowas von klar? Ich weiß nicht, was wir jetzt hier groß noch ändern sollen. Fehler macht er ohne Ende.
können in der Angriffssituation doch mal wieder ein bisschen mehr Risiko gehen. Gegner zurückdrängen. Ja, dann ballern wir halt Risiko. Was soll der Geiz? So, 3-2. Intensität haben wir komplett hochgedreht. Wäre so wichtig, da jetzt mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben. Sehr gut. Also druckvoll. Holen wir uns mal zumindest das 0-15. Na also, immerhin mal. Kriegen wir auch mal was geschenkt. Der ist zu lang. Also, Breakball für Younes. Es war so klar, Leute. So frustrierend momentan. Das ist einfach zu gut gespielt. Er bewegt sich gut, macht den Punkt und haut den Ass ins Eck. Alter, ich kotze im Strahl, ey. So, komm, Younes, bleib mal drin. So, wir schauen uns das Return-Spiel an über den zweiten Aufschlag. Ass durch die Mitte, 193 Stundenkilometer. Son Wukkwon geht mir so auf den Geist. Wenn er den jetzt auch noch perfekt rüber gespielt hätte, wäre ich auch ausgerastet. Wie konnte er den noch erwischen? Was ein Ballwechsel, ey. Einstand. Yes! Alter Schwede. Was ein Fight. Wir haben das Break zurück. Boah, reingezittert. Ich bleibe jetzt hier in dieser Dreiviertelperspektive. Die gefällt mir. Da punkten wir wenigstens. Jawohl, gut gespielt. Energiemäßig. Ja gut, wird jetzt nicht ganz so schlimm werden. Jawohl, jetzt haben wir doch Momentum auf unserer Seite. Wir bleiben mal in der Perspektive. Bringt gerade Glück. So viel dazu. Das hätte ich nicht laut sagen dürfen. Sehr gut. Viel Risiko. 5-4. Vielleicht dann doch nochmal das Comeback von Younes. Ja, den haben wir überhaupt nicht getroffen. Ach, Younes. Meine Güte. Also das ist schon echt strange bei diesem Crosscourt. Die nehmen den immer aus der Luft und hauen den von der Grundlinie dann perfekt rüber. Schon echt strange gemacht. Und da ist das 5 beide sehr, sehr easy jetzt der Spielgewinn für den Südkoreaner. Alter, was eine Schlacht. 30-0, das wird wahrscheinlich wieder ein entscheidender Tiebreak werden.
Nicht gut bewegt. Je geringer das Energielevel ist, desto weniger genau sind halt auch die Schläge. So viel dazu. Zwei leichte Fehler von Younes. Boah, klasse Return. Da muss er mehr draus machen. Da muss er eigentlich mehr draus machen. Da haben wir einfach nur Glück, dass der einen dummen Rückhand-Slice-Fehler macht. Super Länge bei beiden. Yes, sehr nice. Also Forehand-Winner, die Linie lang, 6-5. Tiebreak haben wir sicher. Diesmal klappt's nicht. Da standen wir aber auch nicht ganz so weit außen wie normalerweise. Ja, den spielt er weg, ja. Können wir noch irgendwas ändern? Ich glaube erstmal nicht. Wir hauen jetzt nochmal richtig drauf. Ja, okay. Ja, Younes, wo stehst du denn? Okay, war das mir ein bisschen too much. Aber er steht auch irgendwo mitten im Zwiebelfeld rum. Sehr gut. Komm schon, ich will noch mal über einen Stand gehen. Yes. Viel Risiko beim Südkoreaner, hat sich zum Glück nicht ausgezahlt. Komm schon, ganz wichtiger Punkt jetzt. Nein. Du Lahmarsch. Unglaublich. Ja, da stand er nicht gut zum Ball. Es geht nochmal in den Tiebreak. Eieieiei. Yes, ganz wichtig, dass er die Vorhand auch durchzieht, ohne sie ins Netz zu ballern. Ach komm, ey, der schüttelt immer aus dem Handgelenk irgendwelche Schläge da hinten raus, die Younes nie im Leben erreichen würde. Ja, stark. Boah, volles Risiko. Das wird nichts mehr. Glück gehabt. Einfach nur Glück gehabt. 3 zu 5. Jawohl, 4-5 immerhin. Zwei Matchbälle für den Südkoreaner. Ach komm, ey. Das ist so ärgerlich. So ätzend momentan. Zwei Punkte mehr gemacht, der Südkoreaner. 49 Winner. 29 Unforced Error, der Gegner aber kaum Unforced Error gemacht und trotzdem 49 Winner geschlagen. Weiß nicht, ob das ein gutes Spiel war von uns oder ein schlechtes. Wieder erste Runde raus. Ja, das ist schon ärgerlich. Wir kriegen zwar 28.000, aber Younes ist nicht Jutrup. Ist einfach nicht gut drauf momentan. Man sieht jetzt, der Malus ist hier nicht mehr ganz so schlimm, weil er immerhin ein paar Matches spielt. Aber wir müssen jetzt halt auch erstmal warten, bis dann Miami wiederkommt. Gibt es zwischendrin ein kleines Turnier, was wir irgendwie reinnehmen könnten? Oder ist das ausgegraut für uns? Ja, stimmt, wir können jetzt nirgendwo mehr zwischen rein. Hier haben wir Indian Wells und hier können wir uns jetzt nirgendwo mehr zwischendrin anmelden. Wir müssen jetzt warten, bis Miami kommt und hoffen, dass Younes vielleicht ein bisschen besser in Form ist bis dahin. Ich
wage es zu bezweifeln, weil woher soll es kommen? Spielpraxis wird es keine geben. Devin Badenhorst, Coulibaly trainieren diese Woche in der Academy. Laila Shoukry ist, glaube ich, ins Halbfinale schon eingezogen. Die spielt, ja genau, in Casablanca gegen Ranim Rasil, die wir ja auch mal so ein bisschen gescoutet haben. Ansonsten Teresa Valentova gegen Mia Slammer. Wenn das keine zukünftige Grand-Slam-Siegerin ist, dann weiß ich es nicht. Also wir müssen durch ein kleines Tal gehen, aber Younes wird zurückkommen.